Hallo und herzlich willkommen bei Andi kocht. Ich bin Andi und ich zeige euch heute, wie man Rhabarberkompott ganz frisch aus frischem Rhabarber zubereitet. Jetzt ist gerade Saison, das heißt, ihr kriegt an jeder Ecke Rhabarber und das geht ganz schnell, kurz einkochen, 20 Minuten vielleicht, dann ist das ganze Ding fertig und eine hervorragende Beilage zu Waffeln, Pfannkuchen, gar nichts, Eis, was immer man will. Ich zeige euch, wie es geht. Als Zutaten haben wir Zucker, das kann ich euch nicht sagen, wie viel. Der eine mag es ohne, dann macht das ohne, der andere mag ganz viel, dann macht das mit ganz viel. Ich würde es einfach ein bisschen Zucker dazugeben, dass es eine gewisse Süße hat. Dann Rhabarber natürlich, der ist wie gesagt jetzt schön frisch und auch nicht zu sauer. Und wenn ihr wollt, eine Zitrone dazu, kann man machen, kann man auch lassen. Das war's schon. Beim Rhabarber ist ja wichtig, dass man den schält, also diese äußere Schicht praktisch muss komplett weg, weil das ist ganz fest, es gibt sonst so Fasern, die überall hängen und unangenehm sind. Deswegen schneide ich den Rhabarber erst einmal oben ab und beim Abschneiden schon kann man quasi so diese Schale damit mit wegziehen. Gell? Und das schneidet man auch weg. Dann habe ich schon die nächste Schale an der Seite hier. So, und jetzt musst du einfach von oben nach unten oder unten nach oben, völlig egal, diese, ich nenne es jetzt mal Haut, Schale, wie auch immer, einmal komplett weg. So, und dann sieht es so aus. Das mache ich jetzt zuerst bei denen, wie gesagt, man schneidet so Richtung nach innen, dann habe ich die komplette innere Haut da schon mit abgezogen und dann einfach oben ansetzen, wegziehen. Wenn das nicht ganz durchgeht, wenn der die Haut praktisch reißt, dann macht man es halt von unten auch nochmal. Aber ansonsten ist das super. So, das mache ich bei den dreien. Dann werden die einfach nur klein geschnitten mit ein bisschen Zucker, wenn man mag, Zitronensaft und Wasser. Ein bisschen Wasser kommt noch rein, dass es am Anfang eben auch nicht anbrennt oder so, ne? In den Topf. Und gut, hier ist noch was von der Haut. Ne, passt. So, ich mache es einfach in Stücke, dass es ein bisschen schneller durch ist praktisch. Man will ja auch die Stücke dann haben und nicht die ganze Stange. Jetzt kriegt man sie so schlecht in den Mund. Und das war's schon. Ab in den Topf. Wirklich super einfach, schnell, gesund, lecker, was man will. So, wie gesagt, wäre Zitrone. Wer eine Zitrone dazu mag, man kann da so einen Zitronenauspresser da nehmen. Man kann einfach auch das Messer nehmen und da ein bisschen drin rum. Und wenn man genügend Kraft in der Hand hat, reicht es aus. Zucker, vielleicht so ein, naja, knappen Esslöffel. Heute machen wir süß. So, das war's. Dann einfach einen Schuss Wasser dazu, vielleicht so eine Tasse und ab auf den Herd. Den Rhabarber rührt ihr einfach gelegentlich mal um und guckt danach. Der braucht so 15 bis 20 Minuten, dann ist er fertig.